Ich betreibe eine Metzgerei und ich bin gut in dem, was ich tue. Die Stadt, in der ich arbeite, ist vielleicht keine große, einfach nur ein kleines, süßes Dorf in den Appalachen. Ich bin mir aber nicht sicher, wo es genau liegt, denn ich war noch nie gut in Geografie oder darin, eine Karte zu lesen. Außerdem wäre es keine gute Idee, dir zu erzählen, wo ich mich befinde. Aber ich schweife ab. Für mich ist dieser Ort wie der Himmel. Größtenteils, weil sich hier nicht Tausende von Menschen befinden. Somit gibt es auch nicht viele Zeugen. Die Leute, die hier leben, halten mich für einen ziemlich netten Typen. Ich habe einige Stammkunden, die vorbeischauen, um ein Stück Prime Rib oder ein sehr zartes Stück vom Schwein zu kaufen. Ich will wirklich nicht angeben, aber meine Würstchen sind ebenfalls aus einer anderen Welt. Oft bekomme ich wirklich nette Fragen wie: Wie bereitest du diese Ribs so gut zu? Ich zucke immer mit den Schultern und sage nur, dass ich viel Übung darin habe. Die Leute sagen mir, ich sollte in eine größere Stadt gehen oder eine Kochsendung im Food Network starten. Aber ich erkläre ihnen immer wieder, dass diese kleine Stadt perfekt für mich ist. Mein Leben passt mir ganz gut, aber kein Leben ist perfekt. Denn sobald ich ein Ziel habe, wird es ziemlich stressig. Wie ich schon sagte, ich bin ganz gut über die Jahre geworden, aber die Furcht, wenn ich weiß, dass ich jagen gehe, verschwand nie wirklich. Ich glaube jedes Mal, dass diese Jagd es sein könnte. Diese eine, die ich verkacke und alles endet. Bisher ist es noch nicht passiert, aber die Angst lässt mich vorsichtig sein. Sie hält mich im Geschäft. Aber es ist nicht so, dass bisher immer alles glatt lief. Es gibt eine Jagd, die mir bis heute im Gedächtnis blieb. Alles begann, als diese alte, freundliche Dame Miss Applegate hereinkam und frisches Fleisch kaufen wollte. Sie musste wohl 45 Kilo gewogen haben und war klitschnass. Ihre silbrigen Haare hatte sie zu einem traditionellen Dutt zusammengebunden. Sie erinnerte mich immer an die Bibliothekarin aus meiner alten Highschool. Ich bereitete also ihre Bestellung zu, während wir einen kleinen Smalltalk hielten und miteinander lachten. Es ist etwas, was ich mit all meinen Kunden mache. Eine kleine nette Taktik, die ich über die Jahre verfeinert habe. Es hält die Einwohner davon ab, zu neugierig zu werden. Aber dann sagte sie es. Ich hatte sie gerade gefragt, wie es ihr in ihrem zweistöckigen Haus erging. Ah, es läuft soweit ganz gut, sagte sie in dieser kleinen, süßen Art, wie es wohl nur Großmütter können. Nur gibt es da diese eine verdammte Sache. Irgendetwas schnüffelt bei Nacht in meinen Mülltonnen herum. Ich zuckte mit den Schultern. Ist wahrscheinlich nur ein Waschbär. Diese kleinen Plünderer tauchen hier überall in der Stadt auf. Das habe ich zuerst auch gedacht, aber dann fand ich einige Spuren im Schnee und sie waren viel zu groß für einen Waschbären. Ich gefror. Der verfickte Schnee. Ich habe den gottverdammten Schnee vergessen. Natürlich mussten Spuren zu sehen gewesen sein. Ich schrie Fluchworte in meinem Verstand, während ich weiterhin ein freundliches Lächeln auf meinen Lippen trug. Nun, ich werde mal meinen Kumpel Nick anrufen. Er ist Kammerjäger. Vielleicht ist er ja in der Lage, für sie etwas Licht in die Sache zu bringen. Dank dir, mein Lieber. Du bist der Beste. Ja, der Beste. Sicher war ich das. Sie zahlte für das Fleisch und verschwand mit einem freundlichen Winken. In der Sekunde, als sich die Türen schlossen, drehte ich das geöffnete Schild auf geschlossen herum. Die Jagd war nun im Gange. Ich musste es beenden, bevor der alte Vogel zu neugierig wurde. Es fühlte sich wie Jahre an, bis die Sonne untergegangen war, aber als es dunkel genug war, saß ich hinter dem Steuer meines alten Pintos und fuhr die Straße in Richtung des Applegate-Anwesen entlang. Ich war bis zum Boden angespannt und habe mir selbst etwas Zeit gespart, aber das Letzte, was ich nun gebraucht hätte, wäre es, von so einem Schwein angehalten zu werden. Das hätte mich direkt dort gefickt. Besonders, wenn er gesehen hätte, welche Scheiße ich auf dem Rücksitz mit mir umherfuhr. Ich fand letztendlich die Straße durch den Wald in Richtung des Applegate-Hauses, schaltete meine Scheinwerfer aus und fuhr rein aus dem Gedächtnis den Weg entlang. Ich hatte das Grundstück schon einige Male ausgekundschaftet und wenn ich nicht zu kurvig fahren würde, wäre ich auch in keinen Baum gekracht. Das Geräusch der Reifen auf dem Feldweg war wohl nicht zu hören, aber das Rascheln des Drecks und des Kies kreischte schon fast in meinem Ohr. Das Ziel wird es hören. Das Ziel wird es hören und dann bin ich am Arsch. Wie ich schon sagte, die Angst lässt mich vorsichtig sein. Endlich kam ich vor dem hölzernen Haus an. Die Lichter waren ausgeschaltet. Danke Christus. Auch gab es keine Sicherheitslichter. Perfekt. Ich öffnete vorsichtig die Fahrertür.
stieg aus und schloss sie nur so weit, dass sie nicht zuschnappte. Nicht ein unnötiges Geräusch. Ich legte meine Hand um den Griff meines Beils, das ich am Gürtel trug. Es war mein wichtigstes Gut in solchen Momenten und ich nutzte es immer, um meinen Auftrag zu beenden. Ich lief von der Straße in den umliegenden Wald und machte dabei einen großzügigen Bogen um das Haus. Zuerst versuchte ich es an der Hintertür. Es wäre wohl der einfachste Weg gewesen, ohne dass mich Miss Applegate gehört hätte. Da ich das Haus bereits routinemäßig ausgekundschaftet hatte, wusste ich, dass ihr Schlafzimmer im vorderen Teil des Gebäudes war. Somit war die Hintertür die beste Option, ungesehen hineinzukommen. Hoffentlich würde sie nicht schreien. Es wäre möglich gewesen, dass es die Schreie auf die Straße hinausgetragen hätte. Ich musste schnell vorgehen, aber ich schaffte es gar nicht bis zur Hintertür. Ich war halb durch die eine Seite des Gartens, als ich es hörte. Irgendetwas tippte über mir gegen eine Glasscheibe. Ich riss meinen Kopf nach oben und verdrehte ihn beinahe dabei. Da am Schlafzimmerfenster war mein Ziel und es sah mir direkt in die Augen. Nun, ich sage zwar sah, aber es war schwer genau zu sehen, wo der Blick landete. Das Fleisch war bereits über die Stelle gewachsen, an der sich die Augenhöhlen einer normalen Person befunden hätten. Es hatte mich wohl schon mit diesen zwei Schlitzen, was es als Nase hatte, gerochen. Sein Maul konnte ich jedoch sehen. Der Sabber glänzte im Mondlicht und tropfte von seinen gezackten und zerbrochenen Zähnen. Seine spinnenartigen Gliedmaßen klammerten sich um das Fenster von Miss Applegate. Es erinnerte mich an dieses abscheuliche, vierbeinige Spinnding aus dem Film Die Fliege. Es hing zwar immer noch an ihrem Fenster, aber es war nicht mehr hinter dem alten Vogel her. Es hatte sich auf mich konzentriert. Perfekt. Ich gab dem Ding keine Chance, das Glas zu zerbrechen. Ich zog das Messer aus meinem Ärmel und warf es punktgenau. Es grub sich in das Schulterblatt des Dings und mit einem dumpfen Geräusch durchschlug es seine graue, adrige Haut. Mit einem heulenden Kreischen fiel es zu Boden. Ich schwor in meinem Kopf, dass ich dieses Ding zum Schweigen bringen musste, bevor Miss Applegate aufwachte. Es sprang auf alle Viere und kauerte sich in eine Kampfhaltung, wobei der Messergriff wie eine Art Spielzeugaufziehschlüssel aus seinem Rücken ragte. Ich zog das Fleischerbeil aus meinem Gürtel, hielt es hoch und drehte es so, dass die rechteckige Klinge im Mondlicht funkelte. Ich sah, wie sich sein Kiefer zusammenzog und hörte es knurren. Genau das ist es. Werd angepisst und jetzt komm und hol mich, du hässlicher Bastard. Es musste wohl meine Gedanken gelesen haben, denn in dem Moment sprang es los. Es versuchte, meinen unteren Körper umzureißen. Ohne Zweifel versuchte es, das Beil zu meiden, welches ich mit einem erhobenen Arm hielt. Aber das war genau das, was ich wollte. Ich trat meine Ferse auf den Boden und ein kleines Messer schnappte an der Spitze meines Schuhs nach draußen. Mit einem schnellen Tritt vergrub sich die Spitze des Messers in das Genick des Penners. Es ließ ein geschocktes, gurgelndes Geräusch von sich und fiel auf den schneebedeckten Boden. Der überraschende Schmerz schien es betäubt zu haben. Aber ich gab ihm keine weitere Chance, sich zu erholen. Ich ließ das Beil nach unten sausen und vergrub es mitten in dem Gehirn von dem Ding. Oder was auch immer sich in seinem Schädel befand. Unabhängig von seiner Anatomie fiel es zu Boden und blieb still liegen. Ich verschwendete keine Zeit. Ich warf meine Arme unter die langen, dünnen Gliedmaßen und zog es zu meinem Pinto zurück. Ich öffnete die Hintertür, warf es auf die Plane auf dem Rücksitz, wickelte es so schnell ich konnte ein und befestigte es mit einer Kette und einem Vorhängeschloss. Ich kehrte so schnell ich konnte zum Ort der Jagd zurück und schnappte mir einen abgebrochenen Ast in der Nähe. Mit ihm kratzte ich über den Schnee, verdeckte Spuren und vergrub den dicken, schwarzen Schlamm, den diese Kreatur statt Blut hatte. Vergiss nie wieder diesen verdammten Schnee, knurrte ich in meinem Kopf. Dann sprang ich auf den Fahrersitz, schaltete den Motor ein und kroch den Feldweg zurück. Den Rest der Nacht verbrachte ich damit, den fiesen Bastard zu schlachten und die zahlreichen, mittlerweile nicht mehr wiederzuerkennenden Stücke in meinem Keller zu verstauen. In der nächsten Woche ging ich alle paar Stunden nach draußen und warf ein Stück hier und dorthin, einige im Fluss, einige im Wald und einige, die ich sogar begrub. Miss Applegate kam am Tag nach der Jagd zu mir. Sie erzählte, dass sie in dieser Nacht etwas im Wald in der Nähe ihres Hauses schreien gehört hatte und es schrecklich nah klang. Ich sagte ihr, dass wenn Füchse schreien, es sich sehr nach Menschen anhören kann und es schon mal echt gruselig wäre. Sie schien es mir abzukaufen. Gut, denn ich würde nicht wollen, dass diese süße, alte Dame etwas ahnt. Sie muss nichts über die Dinge wissen, die da draußen lauern und
darauf warten, dass eine unschuldige Person ihre nächste Mahlzeit wird. Und da komme ich ins Spiel. Die Menschen in dieser Stadt und den Städten auf der ganzen Welt brauchen Leute wie mich. Deshalb bevorzuge ich die Kleineren. Es gibt weniger Leute, die die Wahrheit über alles herausfinden könnten. In jeder Kleinstadt gibt es einen von uns, der normalerweise eine weltliche Arbeit verrichtet, während er die Unschuldigen bewacht. Manche sind Briefträger, manche sind Mechaniker, manche sind Angestellte bei der örtlichen Bank und so weiter und so fort. Ich? Ich betreibe eine Metzgerei. Und ich bin sehr gut in dem, was ich tue.